Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem tatsächlichen Spielevideo. Ich habe euch beim letzten Mal ja so ein paar Titel irgendwie gezeigt und gesagt, das, dies, jenes könnte man machen. Und wie ihr jetzt seht, ist es nichts davon geworden, sondern ich habe mir gedacht, zocken wir doch mal eine Runde Battletech. Die Sache ist, das ist eines, ich weiß nicht, ob es eines mit der ältesten Tabletops ist, wahrscheinlich nicht, aber es ist auf jeden Fall ein altes und ich habe das immer als das große andere Ding gesehen neben diesen ganzen Games Workshop Sachen so. Ist auch ähnlich alt irgendwie, merkt man auch an ganz vielen Stellen. Also es ist immer noch aktuell, es wird immer noch irgendwie gespielt, supported in irgendwelchen Sachen, Firmen. Da hat zwischendurch mal haben irgendwelche Leute gewechselt, da haben auch die Firmen gewechselt, die da Miniaturen herstellen und so weiter. Ist aber grob gesagt ein. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich hundertprozentig als Tabletop zählt, weil man spielt durchaus auf Hexfeldern, also auf einer Karte, die nicht frei ist. Man misst auch keine Abstände mit einem Maßband oder so, sondern man hat vorgegebene Felder. Die Dinger, die hier, die Mechs, die Fahrzeuge und so, die haben alle vorgegebene Bewegungsreichweiten und sowas. Und dementsprechend, was war das? Naja, dementsprechend wird da halt gespielt. Es gibt ganz viele Modifikatoren, Sachen. Ist aber, finde ich, gehört voll zu der Tabletop-Nummer, weil ich habe Figuren, die ich mir kaufen kann, die ich teilweise zusammenbaue, wenn auch nur mit wenigen Einzelteilen, die ich dann bemale, wo ich mir irgendwelche Listensachen, sonst was aufstelle. Da gab es unterschiedlichste Systeme. Es gab auch richtige Ligen und Zeug. Wie das jetzt alles gerade ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Ich habe da durchaus das ein oder andere Hintergrundwissen, sage ich mal, und deswegen habe ich mir gedacht, zocken wir doch mal dieses Spiel hier. Ich habe gesehen auf Steam, ich habe da schon 164 Stunden Spielzeit. Das ist vor ein paar Jahren erschienen. Ich habe mir das direkt geholt und das ist, würde ich sagen, eine sehr nahe Umsetzung des ja, Tabletop-Spiels für den PC. Es ist nicht eins zu eins. Es ist natürlich sind ganz viele Sachen ganz anders, ja. Aber die ganzen grundlegenden Dinger sind hier drin. Also die Waffenreichweiten, Modifikatoren. Das ist nicht Realtime, sondern das ist so rundenbasiert, würde ich sagen. Es gibt ein Initiative-System, so dass irgendwie leichtere Mechs sich eher bewegen können als schwerere oder auch wenn ich einen super Piloten habe, der irgend so einen Skill hat, warum er irgendwie sich eher bewegen kann, dann so Sachen sind da alle drin. Aber grundlegend funktioniert es so wie in dem, ja, ich sag mal, Brett- oder Tabletop-Spiel auch. Also ich bewege meine Einheiten, ich gucke, wen ich auf welche Reichweite wie hinstelle, damit er möglichst gut schießen kann, nicht so gut getroffen wird. Denn das ist ein bisschen anders als zum Beispiel bei Warhammer. Hier geht ganz viel mit Modifikatoren. Also ich werde halt schlechter getroffen, je weiter ich mich bewegt habe. Wenn ich gesprungen bin mit so einem Ding, wird das modifiziert. Stehe ich in einem Wald, wird das anders modifiziert, als wenn ich auf dem offenen Feld bin oder so. Alle solche Sachen gehören dazu. Und ein großer Teil, der super umgesetzt ist, das Hitzemanagement. Das ist so mit, finde ich, das Kernding bei Battletech, weil müsst ihr euch vorstellen, die Story, ihr habt ja den Vorspann gerade gesehen. Also die Story ist so, das spielt irgendwann in der Zukunft. Menschen haben das Weltall kolonisiert, sage ich mal. Und natürlich ist aber trotzdem Krieg. Alle haben irgendwelche Probleme mit anderen. Da gibt es ganz, ganz viele storymäßige Hintergründe. Es ist aber sehr nah, ich weiß nicht, so in den 80ern angesiedelt, End-80er, 90er oder sowas. Es ist sehr nah an damaligen echten Sachen angegliedert. Also es gibt zum Beispiel in dieser inneren Sphäre, das ist der Bereich, der besiedelt ist quasi erstmal, es wird hinterher noch erweitert durch andere Sachen und keine Ahnung. Aber in diesem besiedelten Bereich, da haben wir solche Fraktionen wie irgendwie die Kapellaner, das ist ein bisschen sowas wie Chinesen. Wir haben Haus Kurita, das sind dann sowas wie Japaner, so Samurai-mäßig. Haus Steiner, das ist sowas wie Deutschland, Preußen, so mäßig. Davion sind so Alliierte. Na, und so sind die Dinger oder die Leute auch alle. Also zum Beispiel habe ich dann bei Kurita so einen Ehrenkodex mit irgendwie, ja, ich sage ja so, geht in so eine Samurai-Richtung und dann bringen die sich immer alle um, wenn irgendwas nicht funktioniert und keine Ahnung. Ist da sehr stark dran angelehnt, hat aber eine riesige eigene Story. Da will ich jetzt zu dem Moment noch gar nicht so stark drauf eingehen, sondern immer mal während des Spiels. Ich habe mir gedacht, wir starten mal eine neue Karriere. Ich habe nämlich gesehen, jetzt gerade ist das Ding hier auf Steam mal wieder irgendwie im Angebot. Und ich hatte bisher hier Flashpoint-Erweiterungen und jetzt habe ich mir die beiden anderen hier für günstig auch noch geholt.
Weil die das Spiel nochmal erweitern, um zum einen neue Mechs-Varianten und keine Ahnung, aber teilweise auch Szenarien und wie auch immer. Ich habe gedacht, wir starten mal einen neuen Karrieremodus und gucken einfach mal, wie das so läuft. Und während das so läuft, kann ich euch hier und da immer mal was erzählen, also was weiß ich, zu irgendwelchen Mech-Varianten oder überhaupt zu dem Spiel. Ein so ein Punkt ist zum Beispiel, dass, soweit ich weiß, ist dieses Spiel hier, ich weiß nicht, ob es das erste ist, aber auf jeden Fall ist es eins, wo die ja, Übertragung auch andersrum stattgefunden hat. Also zum Beispiel sind die hier nicht hingegangen und haben einfach vorhandenes Lore, vorhandenes hier Fluff oder so genommen und bilden das ab, sondern die haben die Story erweitert. Die haben hier sogar eine neue Fraktion, meine ich, eingeführt, die es dann andersrum jetzt auch in echt als Buch gibt, also als gedrucktes Buch und hier Haus Arano oder so, und dann mit Hintergrund und Zeug und was weiß ich. Finde ich halt ganz cool. Und so ist das so ein, ja, hin und her. Andersrum ist dann, ich glaube, hier durch dieses Spiel ist auch eine Mech-Variante entstanden, die es noch gar nicht gab im Tabletop und die gibt es auch als Miniatur, weiß ich aber nicht genau, irgendwie so. Ich würde sagen, wir starten einfach mal, klicken mal auf Karriere. Wie immer, wenn irgendwas mit dem Ton nicht stimmt, zu laut, zu leise, zu irgendwas, keine Ahnung, schreibt das gerne in die Kommentare. Ich werde aufgrund mangels zweiten Monitors aktuell immer mal hier hin und her switchen müssen und gucken. Dann kann es sein, so wie jetzt, dass, glaube ich, kurz der Sound weg ist. Aber das soll uns nicht weiter stören. Jetzt gleich, wenn wir im Spiel sind, sollte das in einem so durchlaufen. Wenn sich irgendeiner da drüber aufregen sollte, dass das vielleicht irgendwann mal ruckeln sollte oder so, das kann sein. Alles steht hier auf ultra maximale Auflösung, was mein PC hier noch kann. Also es ist 2K halt. Und da kann es sein, dass manchmal mit irgendwelchen Raucheffekten irgendwas ist. Keine Ahnung. Sehen wir dann. Eigentlich lief das immer ganz gut, aber der PC ist jetzt echt schon alt und mit diesen ganzen Updates, das Spiel wird immer noch kontinuierlich weiterentwickelt. Es gab jetzt im März oder so erst wieder irgendein Patch hierfür, was irgendwas angepasst hat. Man kann auch irgendwelche Mods hier draufladen, habe ich alles nicht. Weil ich finde, das Spiel ist so eigentlich schon ziemlich cool. Ich habe den den Kampagnenmodus habe ich durchgezockt damals, als es neu war. Und dann das mit der Karriere kam erst später irgendwie dazu, dass man die nochmal so separat starten kann. Da habe ich, glaube ich, mal eine gestartet, weiß ich nicht mehr genau. Wir machen auf jeden Fall eine neue. Man kann hier so ein paar Sachen am Anfang anpassen. Dadurch wird irgendwie hier so dieser Overall Score Multiplayer, der geht irgendwie dann nach oben oder unten. Und wenn man dann, glaube ich, so eine Karriere abgeschlossen hat, dann kommt am Ende irgend so ein Wert raus und das ist dann so bestenlistenmäßig vergleichbar, was weiß ich. Also im Prinzip ist es völlig scheißegal, man kann hier machen, was man will, ob ich jetzt hier irgendwie normal, easy oder sonst was einstelle, aber ihr seht, jetzt geht das dann hier direkt runter. Ich passe mir das einfach so ein bisschen an, wo ich denke, okay, komm, so können wir mal zocken und schauen wir einfach mal, wie das läuft. Zum Beispiel hier Parts for Mech Assembly, keine Ahnung, das ist ein bisschen anders. Wenn man hier Beute macht, dann kriegt man quasi so Mech-Teile und wenn man die Teile, wenn man genug Mech-Teile zusammen hat, dann kann man diesen Mech erst aufbauen. Müssen wir mal gucken. Was das hier. Okay, das finde ich cool, weil die kommen im Prinzip, wenn ich. Also man macht hier so eine Söldnereinheit, die man irgendwie leitet. Und wie das mit inneren Sphärensöldnern so ist, so teilweise müssen die halt gucken, wo sie bleiben. Und viel geht da über Beute. Also Bezahlung ist das eine, aber Beutesachen ist das andere. Technologie ist nicht ganz so wie bei 40k, aber Technologie ist halt alles irgendwie so ein bisschen, ja, muss man halt gucken und kann alles nicht so hergestellt werden. Sachen sind verloren gegangen und wie auch immer. Ich finde es auf jeden Fall cool, wenn man die Sachen erbeutet, dass man dann sich so ein bisschen custom-mäßig das auch wieder zusammenbaut und so, weil das gehört nun mal dazu. Habe ich keine Laser mehr, muss ich halt irgendwas anderes da reinpacken oder so. Also, das lassen wir an. Iron Man Mode, keine Ahnung, lassen wir auch mal an. Das ist, glaube ich, einfach, dass man, ja, okay. Also, wenn ich pleite gehe, oh, okay, oder eine Priority Mission faile, dann ist sofort die Karriere vorbei. Egal, lassen wir mal, weil ihr seht, das Setting ist für Veteranen und Leute, die eine tatsächliche Challenge suchen, gedacht. Also, genau, für mich, Junge, bleibt so stehen. Reduced Argo Update Cost machen wir nicht. Das ist was, warte mal, das müsste senken, genau. Die Argo ist quasi das Schiff, mit dem man die ganze Zeit rumfliegt, wo die Söldnereinheit und die Mechs und alles drauf ist und Repair-Hangars und keine Ahnung. Man kann von Planeten zu Planeten sich bewegen durch so Überlichtflug oder so, oder Wurmlöcher, ich weiß nicht mehr genau, wie es war.
So wie im Vorspann auf jeden Fall. Und da dockt dann das kleine eigene Schiff dann an so ein fettes Ding an und springt halt zum nächsten Planeten und alles geil. Und da, das Teil kann man upgraden. Da, ich weiß nicht, das gab es früher nicht, ob das einigen zu hoch war. Deswegen kann man es jetzt auch reduzieren. Wir lassen es einfach so, das lassen wir so. Randomized Starting Max machen wir nicht, weil ich weiß nicht, ob ich mir die dann auswählen kann oder ob ich mir die zusammen kaufen kann, aber gucken wir mal. Das bleibt auf normal. Mac Destruction machen wir mal an. Also wenn mich kaputt ist, ist er halt kaputt. Ansonsten war das nämlich so genau, das ist eigentlich im Spiel, also im Tabletop auch immer so gewesen, wenn der Center, also es gab ja auch so richtige Chapter-Fights und Sachen, wo dann Beute nachgehalten wird und alles offiziell und deutschlandweit und was weiß ich, weltweit sogar, glaube ich. Und wo es dann auch darum ging, was kann ich erbeuten, wenn die sich zurückziehen, wenn dieses, jenes ist. Und wenn ich einen Mech halt im Center kaputt geschossen habe, ist er kaputt, dann gibt es auch nichts mehr zu erbeuten. Wenn ich aber zum Beispiel nur den Kopf abgeschossen habe, kann ich den trotzdem noch erbeuten. Beute normal, Advanced MechWarriors, keine Ahnung, normal, normale Bezahlung, normalen Fortschritt der MechWarrior und deswegen Start Game. Müssen wir mal gucken. Die haben in das Spiel ein paar Sachen eingebaut, wo man ganz klar die Tabletop-Verwandtschaft sieht. Also man sieht es in vielem. Das Design von den Mechs ist natürlich ganz stark angelehnt. Das ist alles mit Lizenz, alles richtig. Aber es gibt zum Beispiel sowas, so ein Teil, da kann man, ich weiß nicht, ob es nur in der Kampagne ist, kann man auf jeden Fall die nicht die Bemalung, sondern das Aussehen der Mechs anpassen. Und ja, zeige ich euch gleich, wenn wir da hinkommen. So, erstmal hier quasi meinen Commander machen. Was haben wir denn für einen Commander? Da kann man jetzt hier so ein bisschen Vergangenheit und Zeug irgendwie einstellen. Und das wirkt sich zum einen auf die Startwerte aus und das wirkt sich zum anderen hier auf den Hintergrund aus, auf so Optionen aus, weil manchmal hat man so Gesprächsoptionen, zumindest war das in der Kampagne so. Da, was weiß ich, man kann irgendwo zum Beispiel hier, okay, wir kommen aus der Peripherie. Was ist hier passiert? Warum sind wir MechWarrior geworden? Hier die Familie ist irgendwie umgekommen oder ist bankrott gegangen oder ich wurde hier exiled, verbannt. Oder ich bin einfach abgehauen und habe gedacht, komm, ich muss jetzt mal was Eigenes machen. Genau hier, ne? Und das wirkt sich jetzt so aus. Dadurch kriege ich jetzt plus eins hier, plus eins da. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, nee, meine Familie ist gestorben, deswegen bin ich MechWarrior geworden, dann geht hier Piloting und halt Guts hoch. Und das hier ist dann auch sowas. Manchmal kriegt man dann so Gesprächsoptionen, die man nicht hätte, wenn man nicht diesen Hintergrund hätte. Wir machen einfach mal was denn passiert? Ne, wir wollten einfach mal unser Glück suchen und sind halt so losgegangen. So, und als wir dann irgendwie unterwegs waren, dann, was haben wir denn eigentlich gemacht? Ich bin zum Freelancer geworden, ich bin auf Solaris, das ist so ein Arena-Planet, gegangen, hab da irgendwie gekämpft oder ich wurde einfach schon mal tatsächlich ein Söldner, irgendwo in einer anderen Einheit. Oder einfach, ich habe angeheuert bei Handelsflotten oder so als, hier als Guard halt, als Wache. Hab mich der Piraterie verschrieben oder Aurigen Coalition, das ist diese neue Fraktion. Ich war, bin da einfach in den Dienst getreten. Und ihr seht, das hat dann hier so unterschiedliche Auswirkungen. Aber ich denke, wir waren, Pirat waren wir jetzt nicht. Wir waren einfach ein Freelancer. Wir haben so dies und das gemacht, alles was so anfällt. Wieso ist hier Pronoun She? Edit Name and Appearance? Ah, okay, gut. Last name, first name, random. They? Nein, wir machen he. Okay, er ist ganz geil. Er ist natürlich noch geiler. Wir nehmen hier den Bartypen auf jeden Fall. Und MechWarrior Callsign ist, was haben wir denn hier? Starbird. Und wir heißen Clarence. Scheiße, Clarence Popovic war eigentlich geil. Kann man auch einnehmen, aber randomizen ist ja cooler. Clarence Webster. So. Also, Clarence Webster hier, der Bartmann, ist irgendwo in die Aurigen Reach, also in diese neue Fraktion-Dings da, sehen wir, glaube ich, gleich auf der Karte hingekommen, aus der Peripherie.
als ich so ungefähr 16 war, habe ich mir gedacht, ey, pass mal auf, ich habe hier gar keinen Bock mehr. Das sind zwar alles irgendwie so Adlige gewesen, aber da habe ich gedacht, nee, ich muss hier weg, ich muss mein eigenes Ding machen und bin einfach mal hier Freelancer geworden und ja, habe hier und da ein bisschen gearbeitet, was sich dann darin widerschlägt, dass das meine Werte sind. Alter gibt es hier, glaube ich, nicht. Und so hat dann auch die Karriere begonnen, ne? Ich habe hier schon so eine kleine Zusammenstellung, also ich habe ein paar talentierte Leute dabei, ich habe uralte Metalmechs irgendwie, das werden am Anfang so Scheißdinger sein wahrscheinlich, aber egal. Und ein Cargo-Ship, nämlich die Argo, habe ich auch. Kleiner Spoiler, in der Kampagne spielt man die quasi erst am Anfang frei, aber egal. Hier haben wir die, das ist das schöne Teil. Und an der Argo ist hier nochmal das Dropship. Das sieht man zum Beispiel bei so Spielen wie MechWarrior 5 oder so auch. Da stehen dann jetzt die vier Mechs drin, die dann runter auf den Planeten fliegen und ja, die Missionen halt begehen, die man so macht. So, und wir sind hier auf jeden Fall auf diesem Planeten. Jetzt gucke ich mal kurz. Haben wir hier irgendwo Hiring Hall, Command Center, Navigation, Star Map? Da, okay, keine Ahnung, continue. Da sieht man jetzt hier quasi die Karte der inneren Sphäre, aber halt nicht ganz vollständig und es geht, glaube ich, noch an den Ecken ein bisschen weiter raus. Und der geneigte Battletech-Spieler weiß ja, dass mit den Clans und Dings, also es geht hier irgendwo noch weiter, weil irgendwann sind mal Menschen da ausgezogen und bla und hin und her, aber das passiert alles später. Noch nicht hier zu dem Zeitpunkt. Und wie ihr seht, sind wir hier relativ da am Rand. Ich weiß gar nicht, wo ist Terra hier irgendwo? Nee, da. Nö. Ach, was weiß ich. Irgendwo ist Terra die Erde. Das ist so natürlich der Mittelpunkt des Universums oder so. Und ja, drumrum sind dann hier so diverse Fraktionen. Aber wie ihr seht, sieht man noch nicht alles. Es fehlen nämlich ein paar, die dann hier irgendwo noch drüber sind. Wir sind hier gerade im Raum von Haus Davion, glaube ich. Und ja, da gucken wir auf jeden Fall jetzt erstmal rum. Ihr seht, eine Million haben wir zum Start. Jetzt gucke ich mal einmal, genau, Customize Company hier. Und das meine ich, das ist doch geil, oder? Da steht quasi so ein Mac in klein rum mit ein paar Farben und so. Und da kann ich jetzt hier mein, hier, wir sind die Starbirds Marauders, klar, passt. Ich kann mir hier ein eigenes Wappen wählen, ich kann die Farben anpassen. Und ja, keine Ahnung, ist eigentlich alles nicht so wichtig, aber soll ja auch irgendwie hier so ein bisschen passen. Was nehmen wir da? Keine Ahnung. Was nehme ich denn? Was nehme ich denn? So Hausabzeichen? Nee, das ist ja scheiße. Keine Ahnung. Wir nehmen jetzt einfach das. So, das nehmen wir. Safe. Und farbtechnisch lassen wir erstmal so. Das können wir später irgendwie alles noch gucken. Ja, ich würde auf jeden Fall gerne zum einen mal sehen, was ich hier eigentlich für Mechs habe. Das sind diese. Ich kann hier später noch alles Mögliche freischalten, upgraden. Wie wir sehen, sind das alles nur so leichte kleine Cut-Mechs. Stimmt gar nicht, dass hier ist ein mittlerer. Ist ja schon mal nicht schlecht. Die Dinger sind in so verschiedene Tonnageklassen unterteilt. Grob in halt leicht, mittelschwer und superschwer oder Sold halt Sturmmechs. Und das Ding ist immer, das ist so eine Art Riesenroboter. Es ist aber kein Roboter, es ist eine Riesenmaschine. An unterschiedlichen Stellen ist das Cockpit. Also jetzt hier, keine Ahnung, er hat das halt hier. Da sitzt quasi der eine Typ, der MechWarrior drin und steuert das Ding. Das ist gespickt mit Waffen und die kann man dann halt abfeuern und das erzeugt Hitze und man hat Panzerung und bla und wie auch immer. Ist alles gar nicht so kompliziert. Man kann die jetzt hier noch verändern und anpassen, was ziemlich geil ist. Das ist echt gut gemacht. Ich kann alles Mögliche einstellen und anpassen. Mache ich jetzt zu dem Zeitpunkt aber einfach noch nicht, sondern wir lassen die Lanze, eine Lanze sind immer vier. Wir lassen das jetzt einfach erstmal so, wie es ist mit dem Ersatz hier. Wir haben ja so ein paar MechWarriors wohl, genau. Man kann auch Leute anheuern. Ja, und dann würde ich sagen, gucken wir einfach mal nach einem Contract und fangen mal an zu zocken. Beziehungsweise eigentlich zocke ich ja schon die ganze Zeit, aber wir fangen jetzt halt an mit dem tatsächlichen Spiel hier. Okay, so, hier sieht man den ungefähren Schwierigkeitsgrad und da war es in der Vergangenheit immer so, dass das manchmal, finde ich, voll nicht gestimmt hat. Manche Sachen waren auf einmal voll schwer, andere relativ leicht, keine Ahnung. Ich kann für verschiedene Fraktionen arbeiten, dementsprechend geht da mein Rang nach oben und eventuell bei anderen nach unten, wenn ich dann gegen andere spiele.
Max Pay ist immer, ich kann nämlich hier einstellen, also ich verhandle quasi noch über den Vertrag hier, wie wir fangen erstmal für Davion an. Da ist irgendwie eine Base, die wurde irgendwie von Raidern attackiert und okay, die sind aber jetzt ganz gut organisiert und hin und her. Deswegen denken die, die werden vielleicht von einer anderen inneren Sphäre-Macht unterstützt und die kommen einfach nicht mehr weiter, die brauchen Hilfe und deswegen heuern die uns an. Ja, alles klar, das machen wir doch so. Und ich kann jetzt hier so ein paar Sachen einstellen. Ich kann zum Beispiel sagen, okay, ich will mehr Kohle, weniger Beute. Ich kann auch sagen, ich will Maximum Beute haben. 4 sind, die kann ich frei wählen, 19 werden mir zugewiesen. Hier sehe ich, wie sich der Ruf ändert. Ich kann auch sagen, pass auf, ich nehme wenig Bezahlung und wenig Beute und dann geht mein Ruf weiter nach oben. Ja, dann hat das irgendwie alles mehr Impact. Ich lasse es jetzt für den Anfang mal auf halb-halb. Nee, stimmt nicht. Ich mache mal hier 3, weil dann kann man theoretisch schon einen kompletten Mech looten, wenn denn einer da wäre. Und dann akzeptieren wir das einfach mal. Und los geht's. So, wir nehmen natürlich hier den fettesten Mech, weil wir sind ja hier auch nun mal der Chef. Was nehmen wir noch mit? Der Geil trifft man nämlich schlecht. Ich gucke jetzt hier noch nicht so sehr auf die Werte oder so, das ist mir alles relativ Latte. Den nehmen wir mit, den nehmen wir mit. Der ist ziemlich langsam, aber feuerkraftmäßig okay bei so einem kleinen Ding. So, Lanze komplett. Irgendwo, wie war denn das? Ich muss immer gucken, dass ich das nicht durcheinander schmeiß mit MechWarrior 5. Ah ja, hier Drop Tonnage. Ich kann theoretisch hier reinpacken, was ich will, wenn ich es denn habe. Ich habe hier offenbar keine Beschränkung. Ich sehe hier oben immer was, was ich machen muss. Das hier ist wichtig, weil sich das auf die Wärmeentwicklung auswirkt. Also wenn ich zum Beispiel irgendwie in der Wüste kämpfe, dann werden die Dinger schneller heiß als in der Arktis. Das ist alles deshalb relevant, weil ich mir vor allem hinterher bei den fetteren Mechs überlegen muss, was ich da so reinbaue an Waffen. Und es ist immer so, Waffen machen halt Hitze und Hitze muss abgebaut werden. Da findet man dann wieder so Wärmetauscher und die wiegen halt alle, nehmen Platz ein und deswegen muss ich immer so eine Balance schaffen, quasi zwischen Feuerkraft, Hitzeabbau und auch natürlich Panzerung, weil auch Panzerung wiegt. Je mehr Panzerung, desto besser natürlich, aber desto schwerer auch und umso weniger Platz habe ich halt, um jetzt noch irgendwelche Waffen oder anderen Kram da reinzupacken. Okay, ja, wir gucken einfach mal, beginnen Mission. Okay, Intel war richtig. Wir haben hier irgendwie was aufgefangen. Das sollen wohl. Achso, das sind wohl die, die die Raider unterstützen. Geil, dass man die schon sieht übrigens. Okay, das könnte hässlich werden, Commander. So, was müssen wir machen? Wir müssen einfach durchhalten, 10 Runden, bis Reinforcements da sind. Wir sollen die Base hier verteidigen. 4 Gebäude müssen überleben. 8 stehen noch. Und ich habe hier Bonusziele. Das sind so Sekundärziele. Ich weiß nicht, ob ich dafür dann mehr Kohle oder irgendwas kriege. Auf jeden Fall. Wenn ich schaffe, dass alle überleben, ist geil. Und wenn ich die feindliche Vanguard vor Dings, wie heißt denn das, Vorhut, wenn ich die ausschalte, dann gibt es auch nochmal irgendwie Bonus oder so. Okay, geht direkt los. Ich kann jetzt hier im Prinzip ja das Viech erstmal bewegen. Wenn ich sprinte, kann ich nicht mehr schießen, ist aber im Moment egal. An den Pfeilen, die da dran sind, seht ihr quasi die Schwierigkeit oder den Ausweichbonus, den der Mech kriegt. Das ist hier ein bisschen anders als im Brettspiel, weil je häufiger man beschossen wird, desto mehr gehen davon weg. Das heißt, das ist auch so ein bisschen so eine Sache, weil eigentlich hat man sonst immer zum Beispiel so einen ultraleichten Mech hier irgendwie so, die Spider habe ich doch hier irgendwo. Da, den hier in Springend ist so gut wie untreffbar. Oder hier, wenn ich den bis dahin renne, ist er unheimlich schwer zu treffen. Wenn ich jetzt aber als Gegner einfach mit 8 Einheiten, nee, mit was sind das hier, 6 Einheiten draufschieße, dann sind die ganzen Dinger weg. Und wenn ich dann mit der 7. draufschieße, kann ich den voll leicht treffen. Das ist halt so ein bisschen, aber naja. Okay, der sprintet auf jeden Fall auch mal nach hier vorne. Wir haben ja aus irgendeinem Grund gesehen, dass die von der Seite da drüben kommen. Jetzt kann es natürlich sein, dass gleich von der anderen Seite auch noch was kommt, aber wir gucken einfach mal. Jetzt im Moment sieht man, ist man noch nicht in dem Initiative-Ding, sondern ich kann mich noch frei bewegen. Das liegt daran, dass irgendwie in meiner Sensorreichweite noch keine Gegner geortet sind oder so. Aber wird hier was geortet. Die werden mir nur als unbekannte Mechs angezeigt. Ich sehe noch nicht, was das ist, was die können.
Wenn ich hinterher so Typen habe, die da irgendwie bei Tactics, glaube ich, einen guten Wert haben, dann können die das schon eher erkennen. Man kann die Mechs hinterher noch mit irgendeinem Kram ausstatten. Ja, und jetzt kann ich gucken. Ich muss natürlich nicht sprinten. Ich kann auch nochmal mich bewegen und dann könnte ich nämlich noch schießen, was ich hier an dem roten Ding sehe. So, das ist die Spider hier. Den stellt man eigentlich nicht so da vorne hin, aber mache ich jetzt trotzdem. Die Spider, selbst wenn die sich normal bewegt, ist noch ziemlich schnell. Wieso darf der nicht schießen? Weiß ich nicht. Kann auch sein, dass das noch das Ding ist hier mit der Initiative, dass das erst ab nächster Runde geht. Hier wäre es zum Beispiel cool gewesen, den in diesen grünen Wald da zu stellen. Da hätte er mehr Deckung gehabt. Genau, aber jetzt geht es erst regulär los. Okay, die greifen direkt die Gebäude an. Hier oben sieht man, wer quasi noch dran ist. Und in dieser Initiativphase 4 sind noch drei von meinen und eine gegnerische Einheit dran. Aber wie ihr seht, nicht der, denn der kommt erst bei 3, weil das ein schwerer, ein etwas ja, fetterer Mech ist. So, nee, ich will aber hier, den will ich zuerst bewegen. Der hat schon, also ist er gleich noch dran, denke ich. Schade, da wäre geil, aber den kriege ich nicht weit genug gedreht. Die haben immer alle so einen gewissen Feuerbereich und ah, hier, das sieht doch gut aus. So, der Panther hat eine relativ gute Reichweite mit der PPK. So, ich gehe jetzt, wenn ich über eine gegnerische Einheit sehe, habe ich immer eine Trefferwahrscheinlichkeit. Wäre bei dem hier von 50% für die PPK und 30% für die KSR, liegt daran, dass die KSR für nähere Reichweite gedacht ist, Kurzstrecken, Raketen. Und der ist halt noch relativ weit weg. Außerdem sind die Piloten alle scheiße, weil auch die 50% hier, der hat ja kaum Ausweichdings, ist halt schlecht. Er hier hat ganz viel Ausweichgedöns, ist außer Reichweite für die KSR, wie man sieht, ist ein Strich. Und die PPK hätte nur 20% Chance zu treffen. Also schießen wir doch mal auf den. Ich sehe jetzt hier die potenzielle Hitzeentwicklung. Wenn ich eine Waffe ausschalte, seht ihr, hier ist weg. Aber wir schalten die KSR aus, schießen nur mit der PPK und treffen. So, und weil das so ein leichtes kleines Kackding ist, habe ich jetzt auch direkt irgendwie einen Arm abgeballert und ich glaube einen Teil vom Torso. Kann man sich im Detail noch angucken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf einen Gegner klicke, dann sehe ich hier Panzerdiagramm. Das ist übrigens genau wie im Tabletop oder Brettspiel auch. Ich habe immer so ein Sheet quasi pro Mech, wo ich ja die ganzen Bereiche habe, weil, also zum Beispiel, der hat hier, keine Ahnung, der Medium Laser hier ist schon weg, der war wahrscheinlich in dem Arm. Und ich sehe eigentlich immer, vielleicht sehe ich das auch nur bei meinen, wo was ist. War das auch nur bei MechWarrior? Also ich weiß, aber hier ist es auf jeden Fall so. Er hat die PPK im rechten Arm, weiß ich. Wenn der ab ist, ist die PPK halt weg. So, und ah ja, da steht es ja auch. Right Arm, PPK. Und ja, also dementsprechend ist das Schadensmodell und das wird auch alles genauso berechnet. Wenn ich einen zum Beispiel immer von der linken Seite beschieße, habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit, den auf der linken Seite halt zu treffen. Logisch. Naja, okay. Ja, er ist auch hier gegangen. Er hat nämlich jetzt schon sein Evasion-Ding da verloren. Also kann ich ihn jetzt noch leichter beschießen. Der hier ist aber wesentlich gefährlicher, weil er ziemlich gut bewaffnet ist für so ein kleines Kackding. Aber wir gucken mal. So, und jetzt sieht man auch ganz gut schon, ich bin jetzt noch dran, die können sich nicht mehr bewegen. Das ist ein bisschen so bei dem Brettspiel auch. Man bewegt quasi abwechselnd. Und hier ist es tatsächlich nicht so wie bei Warhammer. Wer zuerst dran ist, ist da im Vorteil, weil er zuerst schießt und alles. Also hier macht zwar gut Hitze, aber wir werden alles feuern. Sondern hier ist es immer besser, wenn ich reagiere auf jemanden. Okay, er ist schon kaputt, weil ich zum Beispiel, wenn ich reagiere, also er ist jetzt bis dahin gelaufen, und jetzt könnte ich aber zum Beispiel mit meiner Spider hinter ihn laufen und ihm in den Rücken schießen. So, was ich jetzt halt noch nicht hätte machen können, wenn er sich noch bewegen kann, ne? Dann hätte ich mich, also er stand ja vorhin da irgendwo, hätte ich mich jetzt hierhin bewegt, hätte auf ihn geschossen, aber er wäre noch dran, wäre dann danach hinter mich gelaufen, hätte vielleicht geschossen. Deswegen hier immer gut, wenn man selbst, ja, nach dem anderen dran ist. Deswegen kann man hier oben auch immer auf irgendwas, wie war das, Reserve oder so klicken. Da kann man quasi seine Initiative weiter nach hinten setzen. So, ich treffe ihn ziemlich schlecht, obwohl ich nah dran bin. Okay, zweimal nicht getroffen, geile Animation auch. Aber ich habe ihm noch so einen Evasion-Marker hier genommen. Und jetzt kann ich mit dem fetten Mech, naja, nicht wirklich gut schießen, aber ist egal. Machen wir trotzdem. Wir beschießen auch alles, weil er hat eigentlich nicht so Hitzeprobleme.
Und ich treffe fast überhaupt nichts, nur so ein paar Raketen. Okay, noch mehr Gegner. Kein Problem, machen wir gleich kaputt. Den einen haben wir ja schon zerstört. Ganz cool, die KI hat hier das leichteste Ziel genommen, weil alle anderen haben relativ evasion-technisch was ganz gut. Okay, und hier schieße ich jetzt auch wieder in den Rücken. Das ist bei den Kleinen noch nicht so wichtig, weil der, also gerade hier der Jenner ist hinten auch nicht wirklich viel schlechter gepanzert als vorne. Ist halt Kacklappen. Ist aber unheimlich schnell und gut bewaffnet für so eine Größe. So, und hier seht ihr, ich habe den gleichen, viele Waffen, aber wenn ich jetzt alle abfeuern würde, dann wird er heiß. Dann überhitzt der, dann kriege ich Schaden, der kann sich dann sogar abschalten. Will ich alles nicht, also schalte ich ein paar Waffen aus. Zum Beispiel hier die KSR, weil die eine schlechtere Trefferwahrscheinlichkeit hat. Schießen wir mal alle Laser in den Rücken. Okay, 3 von 4 getroffen, ist geil. Da stand gerade Structure Exposed. Ich habe also die Panzerung durchbrochen, bin jetzt schon der internen Struktur, wodurch immer potenziell noch mehr Schäden sind. Und wie wir gerade gesehen haben, wird die Basis auch von da unten beschossen. Also sind nicht nur da hinten die Reinforcements, sondern auch von unten kommt was. Dementsprechend sollte ich da eigentlich drauf reagieren. Aber ich guck mal. Machen die eh alle kaputt. Okay, das hier ist der Elite-Pilot. Der hat jetzt wieder 2-mal nicht getroffen, der Lappen. Ich könnte auch in den Nahkampf gehen. Nee, kann ich jetzt hier noch nicht. Doch, kann ich wohl. Da unten steht es. Melee 80%. Würde 50 Schaden machen. 80% Trefferwahrscheinlichkeit. Geile immer an Nahkampf. Ist alles Schaden auf einer Stelle und macht keine Hitze. Oder macht irgendwie kaum Hitze. Ja. Ich würde aber mehr Schaden machen, wenn ich beide Waffen schieße. Aber die treffe ich schlecht. Ach komm, wir machen einfach mal so einen Nahkampf-Move. Von da. Attack. Er hat jetzt geschlagen. Ich meine, manchmal treten die auch oder rammen. Im Brettspiel oder im Tabletop ist das alles unterschieden. Eine Ram-Attacke ist was anderes als ein Schlag oder als ein Tritt. Das wird hier irgendwie nicht wirklich unterschieden. Und das ist ein bisschen schade, weil treten macht natürlich wesentlich mehr Schaden als schlagen. Tja, er ist. Hier seht ihr das zum Beispiel von den Waffen. Wenn ich mich hier hinstellen würde, hat die PPK nur noch 30% Trefferwahrscheinlichkeit. Liegt daran, weil die eine Minimalreichweite hat und da bin ich hier definitiv zu nah dran, also treffe ich schlecht. Aber das ist die Hauptwaffe von dem Ding, deswegen würde ich natürlich das auch ganz gerne schießen. 60%. Ich kann mit dem Mech auch springen. Hat eine ganz gute Reichweite, macht aber auch recht gut Hitze. Cool wäre natürlich auch, den Typen hier unten anzugehen mal. Mache ich, glaube ich, auch. Aber komme ich noch nicht in Reichweite, es sei denn, ich würde da hinspringen. Nee, dann machen wir tatsächlich mal das. Oh, das ist doch okay. Beide 70%. Ich drehe den aber noch ein bisschen weiter, weil ich nicht will, dass dem auch in den Rücken geschossen wird. LSR schalten wir mal aus. Wegen Hitze hat auch nur wenig Trefferwahrscheinlichkeit. Aber die beiden, ja? Geile Waffe trifft leider nicht. Ich habe auch, obwohl es so aussah, nicht meinen Nebentypen da getroffen. Wobei das, glaube ich, bei dem Spiel sogar geht. Also wenn ich dran vorbeischieße, kann es passieren, dass ich den treffe, der daneben steht. Tja, und jetzt ist so ein Ding. Ich könnte den einfach stehen lassen, nochmal in den Rücken schießen, aber dann hat er keine wirklichen Evasion-Dinger mehr und das will ich ja nicht. Deswegen machen wir jetzt hier mal was ganz anderes. Naja, ist auch doof. Ready for order. Wenn ich springe, kann ich die Ausrichtung frei wählen. So, und wieder in den Rücken. Wir nehmen auch alle Waffensysteme. Hitze geht bei denen. Linke Arm ab. Sensors Impaired ist so ein Ding, was, glaube ich, bei der PPK ist. Wenn ich damit einen Gegner treffe, dann kann er irgendwie schlechter treffen, weil seine Sensoren gestört sind oder so. Damage minimal, ja Gott sei Dank. Okay, der hier ist eigentlich, denke ich, fast erledigt. Ja, er ist leider schon so heiß. Die Spider versucht es nochmal, ihm in den Rücken zu schießen. Einmal getroffen, immerhin.
Zack, rechter Arm, rechte Torso auch ab. Damit hat der Jenner hier kaum noch Waffen. Kann eigentlich nicht mehr wirklich was machen. So, ich werde jetzt hier einen Nahkampfangriff machen, einfach damit ich Hitze abbaue und aber trotzdem noch ein bisschen Schaden verteile. Okay, hat gereicht, Ding ist kaputt, mega. Zwei Abschüsse, im Prinzip kaum irgendwas eingesteckt bisher, das ist ganz gut. Aber mal gucken, was noch so kommt. 6 Runden noch bis Verstärkung eintreffen. Scheiße ist, dass die alle direkt auf die Gebäude gehen, also wahrscheinlich kann ich es nicht schaffen, dass alle Gebäude überleben. Aber gucken wir mal. So, noch ein Jenner. So, und ich gucke jetzt halt, wo ich mich gut hinstellen kann, um ihn vernünftig zu treffen. Ist alles nicht so richtig super. Aber wir gehen mal nach hier. Ich schieße mal jetzt nur die PPK, dann geht ein Hitze ein klein bisschen runter. Ich habe ihn sogar getroffen. Es gibt hier bei dem Spiel noch so ein System, das da. Das ist so Resolve, keine Ahnung, Motivation oder irgendwas. Damit kann man quasi so Heldenaktionen durchführen. Also da kann ich mir hier zum Beispiel da, ne, so einen Precision Strike durchführen oder ich kann das hier machen. Damit kann ich nämlich auch wenn ich stehen bleibe, einen Bonus kriegen, auf dass ich schlechter getroffen werde und sowas. Und das verbraucht dann hier halt Punkte. Ich bekomme Punkte, wenn ich ja, Schaden verursache und sowas. Hier ein weiteres Ding, ich laufe mit dem jetzt ins Wasser rein, denn dadurch bekomme ich extra Kühlung. Ich kann natürlich besser Waffen schießen. Oder mehr Waffen schießen. Ist jetzt bei dem völlig egal, weil der kann sowieso immer alles schießen und wird nicht heiß. Aber egal. Na gut, wieder einen getroffen, einen nicht. Scheiße, der müsste ins Wasser. Aber naja. Was ist hier? Neues Ziel, Javelin. Scheißegal. Alles super getroffen. Alle Waffen getroffen. Bein ab. Das hier ist immer Stabilität. Je höher das geht, desto eher ist wahrscheinlich, dass er umkippt. Und er kippt jetzt um, weil ein Bein ab ist. Ja. Ist beim Brettspiel dann immer unheimlich schwer gewesen, zum Beispiel nochmal aufzustehen. Übrigens, wenn sich einer dran stört, ich sage jetzt ständig Brettspiel, auch wenn es wahrscheinlich mehr ein Tabletop statt ein Brettspiel ist, aber ist mir scheißegal. Ne? Also an die Veteranen, die jetzt irgendwie sagen, well, ist aber ein Tabletop-Spiel, ja, kann ja sein, aber ich sage es jetzt halt so. So, wenn Mech liegt, kann ich gezielt feuern, mache ich auch, und zwar in den Center Torso. 80% Trefferwahrscheinlichkeit. Habe ich den jetzt getroffen? Jo, habe ich. Aber mich ist noch nicht zerstört. Naja, auf jeden Fall hier. Der steht jetzt mal ganz locker wieder auf. Kann sich zwar sehr langsam nur noch bewegen und bekommt viel schneller Stabilitätsschaden. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er wieder kippt, ist viel höher. Aber sag ich ja, beim Brettspiel oder im Tabletop war das unheimlich schwer, weil man quasi würfeln muss. Dafür, wenn man so Pilotenaktionen macht, wie zum Beispiel aufstehen oder so. Und ja, mit Appenbein ist halt nicht so gut aufstehen. So, hier alles. Mehr die nicht. Ja, super. 75% Trefferwahrscheinlichkeit, scheißegal daneben. Aber der mittlere Laser hat getroffen und weil der Pilot schon genug Schaden bekommen hat, ist er außer Gefecht. Damit ist der Mech ausgeschaltet. Fertig. Sowas ist dann eigentlich ideal für Beute, weil der Mech an sich ist ja gar nicht zerstört. So, ich muss jetzt mal gucken. Die schnelle Spider wird jetzt mal hier rüber jumpen, aufs Gebäude drauf, um zu gucken, wer von der anderen Seite schießt. Wahrscheinlich irgendwie so ein LSR-Panzer oder so. Naja, der wird den auf jeden Fall gleich mal jagen. Alles außer Sicht und außer Reichweite, deswegen kann ich noch nicht schießen. Na, fast kaputt das Gebäude. Ich habe ja gesagt, es ist so gut wie unmöglich, das da zu schaffen, weil sieht man ja, ne? Er hätte jetzt ja auch gut auf den hier schießen können, der nicht so viel Evasion hat, also Ausweich-Modifikator. Aber nö, er ballert halt von hier hinten auf dieses Gebäude da oben. Gut, ist ja immerhin auch sein Missionsziel, ne? Er soll ja diese Basis irgendwie kaputt machen oder so.
So, es wäre eigentlich schlau, den Jenner jetzt auch schon nach oben zu ziehen. Mache ich auch. Ich lasse den sprinten. Dann kann er nämlich noch mal ein bisschen Hitze abbauen und gleich auf der anderen Seite auch Panzer oder was auch immer jagen. Okay, hier Starbird, Junge, der Chef. Eigentlich könnte ich auch stehen bleiben, einfach schießen. Nee, von hier wäre besser. Also die Trefferwahrscheinlichkeiten für die beiden, sag mal, Hauptwaffen. Deswegen gehen wir ran und Feuer. Alter, beides nicht. Was ein Lappen. Das habe ich gesehen, no damage. Okay, er hat zwar das Gebäude fast zerstört, aber hat sich jetzt gedacht, ach, weißt du was, bevor ich irgendwie dem das Missionsziel versaue, gehe ich jetzt dann doch mal auf den Mac. Naja. So, die Spider steht auf dem Dach, deswegen kann ich hier nicht runterlaufen gerade. Ich kann mich nur auf dem Dach bewegen. Also springen wir nochmal. Das Ding kommt halt unheimlich weit. Und dann gucken wir mal, was denn da vorne ist. Oh, Max. Oh, Greif, mittelschwerer Mech, gar nicht so, also eigentlich schon gar nicht so schlecht als Gegner für meine kleinen Kackviecher hier. Ja, und der hier, obwohl ich so nah ran bin, also eigentlich auf Idealreichweite für meine Waffen, habe ich nur eine 45%ige Wahrscheinlichkeit zu treffen, weil ich gesprungen bin, weil der unheimlich weit gelaufen ist und wenn ich den treffe, werde ich ihm verminderten Schaden machen. Das ist dieses Symbol hier. Aber das hält mich natürlich nicht davon ab, trotzdem drauf zu schießen. Hab sogar einen Laser getroffen. Das Ding da übrigens, Locust, einer der schnellsten Mechs. Ist genauso schnell wie die Spider, nur dass er nicht springen kann. Wiegt auch 10 Tonnen weniger. So. Tja, ich krieg ihn nicht, weil der da unten steht. So ein Mist. Na gut, dann nächste Runde. Laufen wir einfach, bauen damit schön Hitze ab. Brace kann ich machen, wenn ich nicht schieße und nur gegangen bin. Dann kriege ich nämlich diesen Schadensreduzierungsbonus. So, der Panther. Der trifft da ziemlich schlecht. Warum trifft er denn so schlecht? Glaube, da schieße ich diese Runde gar nicht. Lass Hitze abbauen. Lauf mal hier rum, um den hier gleich noch fertig zu machen. 3 Runden noch bis Verstärkung sind. Ich weiß nicht, ob dann die Mission automatisch Ende ist oder ob ich noch irgendwie zu einem Punkt dann fliehen muss oder so. Warum treffe ich ihn so schlecht? Nur weil der gesprungen ist. Weil die 2 Marker da. Okay, ich bleibe einfach stehen mit dem. Wobei, nee, mache ich nicht. Ich habe eine bessere Reichweite als der. Also gehe ich ein Stück zurück. Wobei er mich da wahrscheinlich immer noch genauso trifft. Schieße mal nur die PPK. Natürlich daneben, aber ich meine bei 35% Trefferwahrscheinlichkeit. Erstmal Kaffee. Armor low, kann doch gar nicht sein. Ja, doch, in einem Bereich. Aber pff, naja. So, Rolex. Nee, ich will erst den Typen hier drüben. Den, ah, guck mal, das ist natürlich jetzt die Mega-Lappen-Aktion gewesen. Mit so einem kleinen Mech kann ich nicht einfach stehen bleiben und schießen. Wobei kann ich doch, weil meine Piloten nämlich kaum treffen. Eigentlich ist sowas hier Todesurteil, aber okay, gucken wir mal. Tja, wenn man halt die Hauptwaffe nicht trifft. Habt ihr gesehen, dass ein so ein Ding weggegangen, weil ich einmal beschossen wurde? So, er wird einen relativ hohen Modifikator haben. Er nicht, er ist stehen geblieben, aber den fange ich, glaube ich, gar nicht erst an zu beschießen, weil er viel zu viel Panzerung hat jetzt im Moment für die kleinen Dinger hier. Deswegen werde ich einfach gucken, dass ich den Kleinen da unten kriege. Der ist stehen geblieben, offenbar. Jo. Genau, 80% Trefferwahrscheinlichkeit. KSR nehmen wir auch mit und Feuer! Und im Arsch. So muss das sein. Kann ich halt nicht machen. Also mit so einem leichten Mech kann ich nicht einfach stehen bleiben, wenn die Gefahr besteht, dass jemand drauf schießen könnte. Eigentlich ist auch das nicht hier der beste Move gewesen, aber ist mir egal.
Er kann sonst gerade nichts machen. Trifft gut. Schadensreduktion, weil er auch hier dieses Brace hat. Irgendwie sicherer Stand, keine Ahnung. Wobei Brace da, glaube ich, ausweichen. Er hat daneben geschossen. Schön. So, Starbird, jetzt mal hier den Typen da kaputt machen. Weil ist das ein Lappen? 55%. Okay, wir gehen ein bisschen ran. Treffen zumindest hier zweimal mit 55%. Komm. Geil. Kaputt. Okay, war natürlich gut, dass ich ihn da getroffen habe, wo er sowieso schon irgendwie ziemlich beschädigt war. Aber bei diesen leichten Mechs ist das auch alles so, ja, nur so halb geil mit der Panzerung. Interessanter wird das wirklich, wenn es mittlere, schwere und superschwere sind. Also der hier zum Beispiel, da macht schon Sinn, in den Rücken zu gehen und in den Rücken zu schießen. Weil er hat zum Beispiel im Rücken, im Center irgendwie 17 Panzerungen und vorne hat er halt 50. So, wenn man jetzt sieht, hier eine so eine Waffe macht 25, dann ja, müsste ich jetzt vorne schon dreimal genau alle im Center treffen, um da überhaupt durchzukommen auf die interne Struktur. Wohingegen hinten schon ein Treffer reicht und ich bin schon innen drin. Und innen kann ich dann immer kritischen Schaden verursachen. Also irgendwas, keine Ahnung, kaputt machen, Reaktortreffer, Gyroskop, dann fällt er schneller um und so, solche Sachen halt. Hier, das ist übrigens, das wird quasi auch hier in dem Programm ausgewürfelt. Also deswegen auch rundenbasiert und so ist es beim Tabletop auch oder beim Brettspiel Tabletop halt. Ich kann jemanden beschießen, dann wird quasi geguckt, wie ich den treffe, wie das alles mit den Modifikatoren und so ist. Und wenn ich dann tatsächlich getroffen habe, wird gewürfelt, wo ich den getroffen habe. Und fertig. Der kann dann nicht rüsten oder noch ausweichen oder sonst was, weil ich das ja alles in den Modifikatoren mit drin habe. Ja? Also in den Treffermodifikatoren. So. Und ja, er hat ja nun mal seine Panzerung, um dann irgendwie Schüsse zu absorbieren oder eben irgendwann auch nicht. Das ist halt, also ich finde immer, es ist bei so Tabletop-Spielen gibt's, finde ich, diese zwei grundlegend verschiedenen Sachen. Entweder ich mache etwas über Modifikatoren und sage, okay, pass auf, wenn dann aber klar ist, der hat getroffen, dann hat er halt getroffen und macht auch entsprechend Schaden. Weil zum Beispiel auch hier so ein Wald, der reduziert nicht den Schaden, sondern der macht einfach, dass ich das Ding schlechter treffe. Aber wenn ich ihn treffe, habe ich ihn auch getroffen. So. Das kann ich natürlich auch anders darstellen, damit, also wenn ich dann mal so dran denke an Age of Sigmar und sowas, wo, kurzer Einschub, das hier ist indirektes Feuer. Ich kann ihn nicht sehen, aber jemand anders sieht ihn und der LSR kann indirekt schießen. Was ganz cool ist. Naja, also hier bei Age of Sigmar und so zum Beispiel, da ist das ja so, dass, das war ja das, wo sich Leute immer so drüber aufregen, dass auch so ein kleiner Kackgoblin irgendwie einen Riesen verwunden kann. Kann er zwar, aber der Riese hat entsprechend zum einen 5 Milliarden Lebenspunkte und zum anderen ja irgendwie auch, ich weiß nicht, Rüstung oder irgendwas oder irgendwelche Modifikatoren da noch, die den widerstandsfähiger machen. Und dadurch wird das ja wieder relativiert so. Da habe ich zwar nicht den Modifikator, wäre ja sonst, wenn ich sage, okay, pass auf, ein Goblin kann ja eigentlich so einen Riesen weniger schlecht treffen und verwunden als jetzt irgendjemand anders. Beim Treffen geht es ja auch noch, aber beim Verwunden ist, glaube ich, immer gleich. Nur das relativiert sich dann durch den Schaden, den der halt nur macht. Und weil der Riese so und so viele Lebenspunkte hat, setzt das quasi wieder runter. Okay, hier, Mission erfolgreich. Success, alles successful. Deswegen hier tatsächlich gibt es sogar nochmal extra Kohle. Okay, tatsächlich nur Kohle. Das heißt, hätte ich jetzt die Kohle höher gesetzt, hätte ich jetzt hier 40% extra gekriegt. Wäre natürlich geil gewesen, aber 40% bei dem bisschen, was ich eingestellt habe, naja. Gucken wir mal, wie es mit der Beute ist. Okay, alle haben irgendwie XP gekriegt. Nice. So, drei Dinger kann ich auswählen, was ziemlich geil ist. Und hier sehen wir nämlich, ich könnte, es sind vier Jenner-Teile. Ein Javelin, Commando, Locust. Hier sind ein paar Waffen, Jumpjets. Okay, ich nehme natürlich 1, 2, 3 Jenner-Teile, denn dadurch habe ich auf jeden Fall einen kompletten Jenner. Confirm. So, und der Rest wird mir irgendwie zufällig zugeteilt. Da, wie ihr seht, nicht viel mehr an Beute war, haben die mir jetzt tatsächlich sogar auch noch die anderen Mechteile und so zugeteilt. Ich kann die einzeln auch verticken, aber ich kann die auch sammeln und wenn ich dann zum Beispiel hier 3 von dem Kommando habe, kann ich den dann irgendwann als kompletten Mech aufbauen oder als kompletten Mech verkaufen, was dann irgendwie mehr Geld gibt. Ja, gucken wir doch einfach mal.
was wir draus machen, denn jetzt müssen wir die Teile, glaube ich, reparieren, was dann wieder Zeit kostet. Die Mech-Piloten können alle leveln, also ich kann hier, wenn die XP verdienen, im Verlauf der Zeit dann auch hier Gunnery, Piloting, alles höher setzen. Hier mein Cheftechniker hat mir jetzt gesagt, okay, guck mal hier, der Mech ist quasi verfügbar. Das ist nämlich der Jenner, den ich jetzt gelootet habe, der ist jetzt komplett. Und er sagt mir dann immer so eine kleine Zusammenfassung, was der Mech kann, wofür er bekannt ist, was so an dem toll ist oder nicht. Ja, und Jenner ist halt wirklich das. Der ist klein, sehr schnell, schlecht gepanzert, ziemlich gut bewaffnet für seine Größe, alles aber auf Nahkampf. Und spielt halt damit, dass er um einen rumrennt oder an einen ranrennt, selber nicht getroffen wird, alle Waffen feuert, sich wieder verpisst, abkühlt und dann immer so weiter und dabei halt nicht getroffen wird. Ja, so der Plan. So, der hier hat das Ausrufezeichen, weil der nämlich jetzt keine Knarren hat. Aber bevor ich den refitte, werde ich erstmal. Wieso muss ich denn nichts reparieren? Habe ich gar keinen Schaden genommen? Nee, oder? Ist ja komisch. Habe ich tatsächlich keinen Schaden gekriegt? Ich weiß es nicht, weil normalerweise würden jetzt hier die Mechs repariert werden. Da aber irgendwie gerade alles fresh ist, okay. Refitten wir den einfach mal. So, ihr seht, das ist die Maximaltonnage. Das ist das, was er aktuell wiegt, weil hier ist nichts drin. So, das hier ändert sich je nachdem, was ich da reinpacke. Also gebe ich dem irgendwie LSR. Doch nicht. Naja, auf jeden Fall, das passt sich dann an. Im Moment zählt er als das hier. Okay. Und hier kann ich mir wohl auch anzeigen lassen, genau, was er eigentlich wäre und hier, wie man ihn normalerweise aufbaut. So, ich kann jetzt aber hier zum Beispiel die Panzerung einfach viel höher setzen als das, was er normalerweise hat. Ich kann auch ziemlich frei entscheiden, was ich für Waffensysteme reinmache. Normalerweise sind hier zwei M-Laser, hier zwei M-Laser, hier die KSR-4. Ich habe zwei Energieslots, hier auch, und zwei Raketenslots. Ich kann jetzt aber hier den Raketenslot auch hier belegt einen Slot mit einer LSR-5 belegen. Und einer LSR-15, sofern sie denn passt. So, und jetzt habe ich auf einmal so einen kleinen Jenner, der eine Wahnsinnsreichweite hat und nur Fernkampf, nur Raketensupport macht. Er hat aber noch keine Munition. Werde ich hier auch nicht mehr vernünftig reinbekommen. Ich könnte jetzt Panzerung wegnehmen und dem dann irgendwie eine Tonne geben. Aber ein LSR-15 ist auch schon echt eine relativ fette Waffe für so ein kleines Ding. Also weg. Zwei LSR-5 wäre cool oder drei oder sowas. Aber, oder eine LSR-15, bisschen Muni. Aber sowas ist Blödsinn. Da ist der in anders wesentlich besser. Okay, wie ihr seht, habe ich im Moment an Waffen nichts außer diesen hier, weil ja, könnte ich mir jetzt kaufen oder so, aber ich kann es auch sein lassen, weil ich werde den einfach nicht aufbauen. Hier könnte ich jetzt auch Max und irgendwas holen. Ich werde das einfach erstmal so lassen, weil wir haben unsere vier, sogar fünf einsatzfähigen Max. Und wir brauchen auf jeden Fall erstmal Kohle. Es kostet immer hier Financial Report, das kostet mich Geld und alles kostet Geld. Also irgendwie das Schiff, der Unterhalt für die Piloten, die Mechs kosten Geld, einfach Wartungskosten, keine Ahnung. Wenn ich Reparaturen mache, kostet das natürlich. Und ja, ihr habt ja das vorhin gelesen, wenn ich pleite gehe, ist das Spiel halt direkt vorbei. Was man jetzt machen könnte, wäre mal zu gucken, ob ich die Argo hier, das Schiff irgendwie ein bisschen schon mal upgraden kann, weil das dauert immer relativ lange. Und hier seht ihr, was man also kaufen kann. Die gelben Dinger könnte ich mir jetzt holen. Ich könnte jetzt zum Beispiel noch eine MacBay dran bauen. Nee, okay, anders. Die habe ich schon dran und die grauen könnte ich machen. So rum war es, alles klar. Die zweite MacBay kann ich nämlich noch nicht holen, weil ich nämlich erst hier die Power-Dinger, Generatoren, Schaltkreise, was auch immer haben muss. Wenn das nämlich nicht ist, dann läuft das noch nicht. So, und was haben wir hier? Repair-Dings. Es war doch so. Ja, genau. Das könnte ich mir holen. Dann machen wir das doch mal direkt. Was habe ich davon? Aktuell ist das alles hier scheiße, im Arsch, alles nur minimal. Okay, gut, ich habe dann halt einfach eine bessere Stromversorgung, sonst nichts. Manche Sachen haben direkte Auswirkungen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier eine Recreation Area mache für die MechWarrior, also dann können die sich da hinhängen und in den Fernseher gucken oder so, dann wird die Moral besser.
Je besser die Moral, desto schneller lädt sich dieser Wert auf, wofür ich dann diese Sonderfähigkeiten im Kampf kaufen kann. Und umso mehr Boni kriege ich auch. Also da diese Resolve Points, seht ihr ja, die bekomme ich dann pro Runde einfach so, weil die Moral gerade so gut ist oder steady, also irgendwie konstant. Hierdurch kann ich dann mehr Leute anstellen und so weiter. Aber wir kaufen tatsächlich mal hier erstmal die Powerversorgung, damit wir uns irgendwann hier die zweite MacBay holen können, weil es ist hinterher absolut notwendig, dass man wesentlich mehr Macs gleichzeitig verfügbar hat. Denn es gibt Missionen, wo man einiges am Stück hat und spielt. Und es gibt andere Missionen, wo du es einfach, oder wo du auf, also das ist jetzt sehr viel gerade auf einem Planeten, aber wo du auf einem Planeten einfach ein paar Dinger nacheinander machen willst und nicht immer warten willst, bis die scheiß Macs repariert sind. Deswegen ist immer gut, dass du ein paar mehr hast. Das Zeichen hier heißt, das ist ein Ding, was auf einem anderen Planeten verfügbar ist, aber im Moment gibt es noch keinen Grund und die bezahlen auch den Sprung dahin, was ganz cool ist, ansonsten muss man selber bezahlen. Gibt es aber im Moment noch keinen Grund zu, auch wenn es da Fettkohle gibt, aber auch hohe Schwierigkeit, sondern man könnte jetzt hier einfach erstmal noch ein paar Missionen machen, um, ja, keine Ahnung, einfach mal ein bisschen Kohle zusammenzukriegen. Wir haben für die hier gerade gemacht und das sind jetzt hier irgendwie Raider, ne, das sind die lokalen Piraten. Da wir ja Söldner sind und uns alles völlig scheißegal ist, werden wir das jetzt auch mal noch machen. Und danach werden wir mal aufhören für heute. Ihr seht, hier geht jetzt dann der Ruf bei den Federated Suns direkt wieder runter, weil ich gegen die arbeite, obwohl ich gerade noch für die gearbeitet habe. Aber so ist das nur als Söldner. Brauchen Geld. So, Max hier, Piloten, alles nice. Er bleibt einfach da. Wir haben wieder die gleiche Drop-Tonnage wie gerade. Alles eigentlich cool. Alles repariert, alle sind glücklich und go. Was ihr da oben gerade gelesen habt, man kann natürlich, also ich kann nicht immer alles überall kaufen. Ich kann nicht einfach in den Shop gehen und sagen, okay, geil, ich hätte gerne hier 5 Laser von dem und dem Typ. So läuft das nicht, sondern Technologie ist rar und teuer und auf Industriewelten kriege ich natürlich besseres Zeug als auf irgendwie solchen Außenwelt irgendwas Dingern, wo irgendwie, ja, keine Ahnung, ne, kein Mensch irgendwie ist oder so. Oder weniger Leute sind. Deswegen, wenn ich zu so Tech-Welten gehe, kann ich geileres Zeug kaufen. Und irgendwie geht es darum natürlich auch so ein bisschen. Also man jagt immer besseres Equipment, man holt sich bessere Waffen. Ein großer, da war gerade so ein Ruckler, den ich meinte, aber scheißegal. Ein großes Ding bei Battletech und innere Sphäre-Dings und so war es immer an Lost Tech zu kommen, also an Technologie, die weit überlegen ist dem jetzigen Zeug hier. Also ein verbesserter M-Laser, eine Extreme Range PPK, die irgendwie viel weiter schießt und weniger Hitze macht und sowas. Okay, ich soll eine Patrouille zerstören, also einfach Vollgas. Und ja, darum drehen sich auch viele Missionen. Also, dass zum Beispiel gesagt wird, okay, wir haben gehört, da und da ist vielleicht noch so ein Depot. Geh doch mal dahin, check das mal oder so. Und dann guckt man natürlich, dass man da irgendwie was abgreifen kann. So, eigentlich ist es nicht irgendwie total schlau, hier mitten auf der Straße lang zu rennen, genau dem Gegner in die Arme. Aber da wir so schnell sind und so hohe Ausweichmodifikatoren haben, machen wir es einfach trotzdem. Okay, irgendwas ist noch rechts. Da vorne, das sind zwei Panther, die sind ziemlich langsam für ihre Klasse, können aber springen und haben als Bewaffnung, ich habe ja selber einen hier, nö, das ist die Spider, wo ist der Panther? Da. Haben halt schon so eine PPK, was eine ziemlich geile, fette Waffe ist. So, der Lappen oder die sind beide da irgendwie stehen geblieben. Also gehen wir hier nur einfach in den Wald, haben dadurch eine höhere, was haben wir? Ah, ne, okay, Damage Reduction sogar. Und hier auch nochmal Damage Reduction. Was natürlich ganz geil ist. Also wir stehen da eigentlich gerade ganz gut und schießen jetzt mal auf den linken. 70% Wahrscheinlichkeit. Treffer. KSR außer Reichweite brauchen wir aber auch nicht. Tja, irgendwas mit LSR, also Langstreckenraketen, schießt von hier rechts, was ich aber überhaupt noch nicht sehen kann. Ich gehe trotzdem erst die beiden Typen hier vorne an, weil.
Am besten war es immer so, man fokussiert sich zuerst auf einen Mech, macht den komplett kaputt und nimmt dann den nächsten. Weil ich habe nichts davon, wenn ich ihm jetzt zum Beispiel hier viel Panzerung klaue, aber seine Waffen noch aktiv sind und er die ganze Zeit hier rumrennt und weiter schießt. Deswegen sollte ich besser hingehen und gucken, dass ich ihn so weit kaputt kriege, dass er entweder zum Beispiel seine Hauptwaffe verliert oder ein Bein und nicht mehr mobil ist oder so. Muss man halt gucken. Es war kacke, dass die PPK jetzt getroffen hat hier. Direkt schon den Arm fast abgeschossen. Das ist nur ein kleiner Mech. Aber dafür kriegt er es. So, und jetzt habe ich schon genau das Problem. Eigentlich wollte ich ja auf ihn gehen, aber er hat dieses Damage Reduction Ding. Er hier hat es nicht und steht völlig ungedeckt im Freien. Also werde ich jetzt das Ziel wechseln und einfach alles auf ihn ballern. Structure exposed, also ich habe mit allem getroffen, aber dennoch macht ihm das nicht so wirklich viel. Ja, okay, am Bein jetzt. Weil der schon relativ gut gepanzert ist für so einen kleinen Mech. So, er, okay, er hat jetzt aber die Evasion-Marke. Na, ich guck mal. Wie kann ich noch bewegen? Ein Anführer. 50, 50, 20. Okay, schießen wir da drauf. Alle Waffen, scheißegal. Ja, ein bisschen was getroffen, aber es macht ihm noch nicht viel. Da das von da rechts auch in dieser Initiativphase schießt, oder es war in der 1 von der letzten Runde. Naja, auf jeden Fall, dadurch kann man immer so ein bisschen drauf schließen, was das denn vielleicht ist. So, der Panther bleibt einfach stehen, weil er eh im Wald ist. Ich schieße die KSR mal mit, auch wenn die Trefferwahrscheinlichkeit nicht gut ist. Sehr schön. Bein ist ab, der kippt jetzt einmal um. Hier ist es so, wenn man umkippt, dann wandert man eine Initiative nach unten, zumindest das eine Mal. Ja, steht auch da. Oh, und ich glaube, habe ich das gerade richtig gesehen, dass der Pilot schon wieder platt ist? Nee, ist er nicht. Der hat nur Schaden gekriegt. Okay. So. Und das, jetzt haben wir das. Dieser Panther, beide Panther sind gleich noch dran. Wenn ich jetzt mit dem hier zum Beispiel hier hingehe, ja, oder, nee, das ist dämlich, hier hingehe und da reinschießen will, dann wird er hier einfach, der da, wahrscheinlich entweder mich treten, hauen oder hinter mich laufen und kleine Dinge hier kaputt machen. Deswegen wäre es eigentlich besser zu warten. Oder einfach irgendwo sicher, was weiß ich, hier hinten in den Wald zu springen oder sowas. Oder hier oben hinzugehen oder so. Aber was ich jetzt machen werde, ich drücke mal hier auf Reserve und lasse dem quasi den Vortritt. Wenn man natürlich jetzt gegen Spieler spielt, wird er genau das Gleiche machen und dann zwingt er einen im Endeffekt irgendwann dazu, doch vor ihm zu ziehen. Aber ja, da das hier die KI ist und KI ist halt immer eher dämlich, geht das auch so klar. So. Mal gucken, wo eine gute Schussposition ist. Ja, gehen wir da hin. Schießen nochmal auf ihn. Nehmen einfach den Center. Alle Waffen. Feuer. Okay, wenn ich das richtig gesehen habe, war die PPK daneben, was natürlich doof ist, weil sie am meisten Schaden macht. Ja, und das ist jetzt sowas, was ich meine. Der Mech da ist ziemlich angeschlagen. Aber er hat seine Hauptwaffe noch. Und der ist fast kaputt im Center. Ich kann jetzt auch die ganze Zeit draufschießen und hab Pech und treffe vielleicht immer nur hier Arm und Torso und nichts passiert erstmal. Aber andersrum reicht, ah ne, nicht ganz ein PPK-Treffer im Center und der ist weg. So, wenn ich den jetzt einfach ignorieren würde, wird jetzt hier die ganze Zeit dieser Mech rumstehen und jede Runde seine PPK schießen, was halt totale Scheiße ist. Also muss ich den weiter angehen. Beide haben gezogen, ich bin nur noch dran. Stelle ich mich mal hier ziemlich ins Offene. Macht man eigentlich nicht mit so einem Mech, aber ist egal. So, und ich schieße jetzt von der rechten Seite, habe eher den rechten Arm getroffen. Ich hätte eigentlich von der linken Seite schießen müssen, weil die Wahrscheinlichkeit dann, dass, weil hier schon alles weg ist, dass ich den Center treffe, fast hundertprozentig ist. So, allerdings muss er hier weg und auch er geht darüber, weil, nee, gar nicht wahr, er geht nach da oben. Aber man muss ja immer mal ein bisschen gucken dann auch, was man in den nächsten Zügen macht. So, hier alle Waffen.
Vielleicht reicht das. Ja, reicht. Center zerstört, Mech kaputt. Alle sind inspiriert dadurch, weil die das so geil finden, wenn andere irgendwie kaputt gehen. Übrigens auch geil, durch die Zieldings sieht man das manchmal. Da ich 50% der Patrouille ausgeschaltet habe, dadurch weiß ich, dass die Patrouille nur aus zwei Mechs besteht. Hat man ja hier am Anfang eh gesehen, aber in manchen Missionen ist das nicht so klar, wenn man zum Beispiel irgendeinen Konvoi jagt oder so. Und dann ist es immer ganz lustig, wenn man den ersten kaputt gemacht hat, dann weiß man, ach, guck mal hier, auch wenn ich sie noch nicht gesehen habe, ich weiß, irgendwo müssen sich noch drei verstecken oder so. Was ich hier mit dem Panther mache, ist zum einen nicht wirklich gut treffen, aber zum anderen, der ist völlig unbeschädigt, okay, fast unbeschädigt, kann ein bisschen was einstecken und muss nicht unbedingt so nah ran. Deswegen ist es für so einen Mech völlig okay, hier mit so ein bisschen Deckung oder so rumzustehen und einfach die ganze Zeit zu schießen. Das kann ich mit dem hier nicht machen. Also ihn jetzt hier stehen lassen und einfach schießen, auch wenn die Werte da gut sind, wäre ziemlich scheiße, weil ich würde als Gegner direkt voll drauf gehen, weil der hat halt überall nur wenig. Ne? Da ist man ganz schnell irgendwie durch die Panzerung. Also ziehe ich so einen Mech eher, genau wie die Spider, so, dass er schwieriger zu treffen ist. Im Idealfall so hier, weil da habe ich jetzt 4 Evasion Marker und habe reduzierten Schaden. Und komme mit der Drehung sogar noch so hin, dass ich schießen kann. Ja, toll. Und zweimal daneben. Da machst du halt nichts. Noch ein Panther. Ach nee, das war der Panther. Ich dachte, das ist der, der von da hinten... Okay. Naja. Hier zum Beispiel ist schlechter als hier, weil in beiden Fällen gleich ein Evasion Marker, aber hier kriege ich halt noch das Cover durch den Wald. Deswegen gehe ich mal hin. Er muss immer gucken mit seiner Reichweite, der will eigentlich eher weg. Okay, ich muss aber weniger Waffen schießen wegen der Hitze. Oh, alle getroffen. Also alle drei, die ich geschossen habe. Immer wenn das orange ist, ist das ein Hinweis darauf, also diese Schadenspunkte, dass man die interne Struktur trifft. 60, 40, 60, 60. Ja, gehen wir mal hin. Panzerung hat er genug. Ja, hier waren jetzt halt zwei Treffer auf der Panzerung, waren nur weiße Werte. Man will immer die Orangenen sehen, weil bei diesem Spiel ist es so, immer dann, wenn man kritischen Schaden verursacht, also in der internen Struktur irgendwas an Schaden macht, wird quasi gewürfelt auf so Tabellen und so, wo man dann potenziell noch irgendwelche wichtigen Teile da drin kaputt machen kann. Diese Mechs haben, also hier steht jetzt nur Right Leg, aber die haben halt irgendwelche Aktivatoren und Zeug und keine Ahnung da drin. Und wenn ich die halt treffe oder beschädige, dann ja, kann der sich langsamer bewegen. Der Modifikator wird erschwert oder erhöht dafür, wenn er vielleicht umkippt oder aufstehen will oder was auch immer. Ihr seht auch hier, dieser Wert da unten, dieser gelbe unter dem Mech, steigt immer weiter an, je mehr er beschossen wird. Beziehungsweise nicht je mehr er beschossen wird, sondern je mehr Treffer er kassiert. Und diese Laserknarren hier zum Beispiel, die machen alle relativ wenig Stabilitätsschaden, aber zum Beispiel Autokanonen machen ziemlich hohen. Und so kann ich zum Beispiel dann auch hingehen und gucken, dass ich... ich weiß nicht, ob das schlau war. Er ist nämlich, glaube ich, noch dran, aber ist egal. So kann ich dann nämlich hingehen und zum Beispiel durch konzentriertes Feuer auf einen versuchen, den zum Umkippen zu bringen irgendwann. Tja, nur noch zwei Waffen. Eigentlich wäre es mal sinnvoll gewesen, mit ihm ein Stück wegzurennen und erstmal abzukühlen. Jetzt habe ich intern einen Treffer gekriegt. Armor breached. Auch geil hier, er ist jetzt schon so heiß, das ganze Ding ist schon am Qualmen. Pilot da drin hat schon irgendwie Probleme, aber egal, die sind das gewohnt. So, mit dem zweiten Panther gehen wir auch noch etwas näher ran. Schießen beide Waffen, das ist okay. In den Kopf. Aber das ist da, wo er natürlich noch Panzerung hatte. Hat er auch sogar immer noch ein klein bisschen. Da hätte ich lieber getroffen und Arm ab, dann wäre nämlich die Hauptwaffe weg. Naja. So, was machen wir mit ihm? Hier seht ihr,
zwar geil für die kleinen Laser, aber schlecht für die PPK, wenn ich jetzt noch näher rangehen würde. Also gehe ich hier hinten hin. Ist hier der Wert zwar schlecht, aber die Hauptwaffe trifft ganz gut und die LSR kann ich auch mitschießen. Jo, Torso und Arm ab, seine Hauptwaffe ist weg. Dementsprechend wäre jetzt so ein Zeitpunkt, wo ich ihn fast ignorieren könnte erstmal. Mache ich trotzdem nicht, weil ich keinen Bock habe, dass der im Nahkampf mir irgendwie so ein kleines Ding hier kaputt macht. Hattet gerade gesehen, hier kommen noch zwei irgendwie aus dem Wald. Das sind die Reinforcements. Aber wir gucken mal, dass wir den erstmal kaputt machen. So, er ist total heiß, deswegen versuche ich jetzt hier mal einen Nahkampfangriff, damit der Hitze abbaut und trotzdem noch hier ein bisschen Schaden macht. 80% Wahrscheinlichkeit zu treffen. So. Er zum Beispiel, habt ihr gesehen, hat jetzt getreten, statt zu schlagen. Ich meine, es ist mit diesem komischen Flügelarm wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig. Tja, der Rolex, den kann ich nicht da einfach treten lassen, weil das Risiko zu hoch ist, dass sie den direkt kaputt schießen. Deswegen springe ich mal hier, was zwar hitzetechnisch dämlich ist, aber das ist egal bei dem, weil der ganz schnell die Hitze wieder abbaut, hat ja kaum Waffen. Toll, 2x 80% heißt einmal getroffen, einmal daneben. Naja. Mal einfach mal ein bisschen Risiko. Tritt ihn. Ne, er schlägt. Bam, kaputt. Da oben stand gerade Ignores Cover. Ein Vorteil hier bei den Nahkämpfen. Egal wie toll einer befestigt ist und sonst was, das wird alles ignoriert. Und wenn man ihn trifft, werden ihm alle Evasion-Marker direkt genommen, was auch ziemlich cool ist. Okay, wir gehen einmal hier hin und schießen indirekt. Treffen zwar schlecht, aber dann können wir die Hitze wieder komplett abbauen. Ist bei einem Vindicator relativ egal, weil der eigentlich auch so konzipiert ist, dass der so gut wie immer alles schießen kann, ohne wirklich großartig heiß zu werden. Sofern er jetzt nicht springt oder so. So, wen gehen wir an? Er hat überhaupt nichts an Evasion. Was haben wir hier? Noch ein Javelin. Javelin relativ. Oh ne, was ist denn das für ein Javelin? Kenne ich gar nicht mehr. Er ist ja 15. Normalerweise Standard Javelin 2 KSR6, also ziemlich guter Punch im Nahkampf. Da gibt es noch eine mit 4M-Lasern und die anderen Varianten kenne ich alle nicht. Die hier offensichtlich nicht. Ja, wir gehen wahrscheinlich erstmal innen. Low Cost M ist auch der mit den LSR. Ja. Also rangehen. Die Reichweite unterlaufen, die Minimalreichweite und drauf. Ja, und bei den kleinen Kackdinger, ne, ein Laser trifft im Arm direkt ab. Tja, dafür hat er mich getreten, hat sogar getroffen. Ah, er kommt nicht bis in den Nahkampf, aber wir haben Hitze ganz gut abgebaut, deswegen laufen wir hier hin und schießen alles bei den Trefferwahrscheinlichkeiten. Mit ein bisschen Glück zerstören wir den jetzt sofort. Ah, ne. So, jetzt aber. Starbird noch, unser Chef. Geht nur so ein bisschen total kacke mit Evasion, macht aber nix und wir schießen alles auch. Schlechte Wahrscheinlichkeiten, macht nix. Haben auch kaum irgendwas getroffen. Raketen haben den Nachteil, das sind die kleinen Zahlen. Wenn Raketen treffen, dann wird quasi jede Rakete einzeln berechnet. Das heißt, wenn ich 10 Raketen treffe, können die alle in unterschiedlichen Bereichen treffen, theoretisch, also ziemlich streuen. Hat aber auch dafür den Vorteil, dass ich eigentlich immer irgendwas treffe. Weil zum Beispiel hier eine PPK, wenn die daneben schießt, ist halt der komplette Schaden direkt nicht getroffen. Wohingegen hier die KSR mit 8x4 Schaden, oder 4x8, ja, 4x8 Schaden,
halt dann viermal die Wahrscheinlichkeit hat zu treffen. Tja, ich würde jetzt gerne wieder alle Waffen schießen, aber dann wird der unheimlich heiß. Das ist schade. Schießen wir nur drei Waffen. Was ihm jetzt noch nicht so viel macht. Jo, Panther bleibt stehen, schießt einfach so. Das wird der Vindicator gleich auch machen und dann haben wir wahrscheinlich schon. Zweiter läuft. Trifft zweimal, schön. Aber beide Male in Panzerung. Doof. So, und hier Starboard. Okay, Precision Strike könnte ich jetzt machen, einfach nur, um euch das mal zu zeigen. Jetzt kann ich nämlich hier sagen, pass auf, schieß gezielt aufs linke Bein. Hier, aufs linke Bein, aber 18% Wahrscheinlichkeit nur, dass ich das treffe. Ich habe trotzdem eine 80% Wahrscheinlichkeit zu treffen, aber zu 18% geht es tatsächlich dahin. So, und guck mal, hier seht ihr auch ganz geil die Modifikatoren, die da alle sind. Arm-Mounted gibt es zum Beispiel beim Brettspiel nicht oder eigentlich nicht, dass das verleichtert. Es gibt nur, dass es irgendwie verschlechtert wird, wenn man irgendeinen Aktivator nicht hatte, meine ich. Aber der Typ hier schießt mit einer Armwaffe, was ihn leichter treffen lässt. Dann ist er inspiriert, weil da der Moralwert so hoch ist oder so. Nee, weil da vorhin Inspired stand, weil die irgendeinen abgeknallt haben. Deswegen trifft er besser. Und weil das jetzt ein Precision Strike ist, treffe ich sowieso um 4 besser offensichtlich. Target Size ist plus 3. Das heißt, weil der so klein ist oder was, treffe ich ihn schlechter, denke ich. Einen Schussmodifikator gibt es jetzt diese Runde nicht. Den wird es sonst noch geben, wenn ich jetzt gelaufen wäre, gesprungen oder sonst was. So, und da unten sehe ich auch genau die Stats. Ich werde, wenn ich den treffe, 50 Schaden machen, 20 Stabilitätsschaden, plus ein Accuracy, weiß ich nicht. Also kriege ich mehr Accuracy, also Treffsicherheit, wenn ich ihn treffe. Keine Ahnung. Und ich mache halt 35 Hitze. Finde ich alles super, deswegen Feuer. Natürlich hat die Hauptwaffe wieder nicht getroffen mit ihren 80%. Panther bleibt wieder stehen. Tja, und wieso ist der Panther jetzt zweimal dran? Weil ich in der Initiative jetzt vor ihm bin. Na, das ist so ähnlich wie in Age of Sigmar mit den Doppelrunden. So kann ich mir das hier auch ein bisschen stellen. Also ich kann einen zum Beispiel bis nach ganz hinten aufheben, den als letzten in der 1 ziehen und dann in der 4 oder in der 5 sogar als ersten wieder, vorausgesetzt, der hat so eine hohe Initiative. Ich habe gerade die LSR-Munition getroffen, dementsprechend kann er seine Waffe nicht mehr einsetzen, deswegen ist die auch rot. Und damit ist er jetzt eigentlich nutzlos, außer er macht noch Nahkampfangriffe. Nichtsdestotrotz werden wir den natürlich hier finishen. Hier, wir machen mit dem Jenner jetzt einen Nahkampfangriff, weil er komplett heiß geschossen ist. Bam. Rechte Leg, also rechtes Bein kaputt, jetzt kippt er um. Bam. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die kriegen hier keinen Fallschaden. Im Tabletop und Brettspiel ist es so, dass man, wenn man hinfällt, sich natürlich auch noch Schaden macht. So, okay, hier, tritt rein, Junge. Rechte Torso, rechte Arm, alles ab. Hier ist es auch so, immer wenn also zum Beispiel ein Torso ausfällt, dann kriegt der Pilot Schaden. Und wenn ein Pilot so und so viel Schaden hat, hier unten sind die Lebenspunkte oder was, die er hat, Injuries, dann ist er halt ausgeschaltet. Das kann man hinterher erhöhen, wenn man Guts, glaube ich, hoch macht. Dann kriegen die auch mehr Lebenspunkte und so. Ist aber ansonsten ziemlich ärgerlich, wenn ich zum Beispiel mit einer kleinen Rakete einmal am Kopf getroffen werde, weil ein Kopftreffer auch direkt einen Schaden macht, egal ob der durchschlägt oder nicht. Und dann kriege ich nämlich nur solche Lappentreffer und ruckzuck sind die Piloten platt, obwohl der Mech noch nicht kaputt ist. Das ist natürlich doof. Deswegen in fette Mechs auch immer ein bisschen geilere Piloten setzen. Aber dafür levelt man ja auch auf. So, Mission erfolgreich. Mal gucken, was wir an Beute kriegen. Wir haben nichts Besonderes dazu gekriegt. Bisschen Ruf gewonnen, da ein bisschen was verloren, keinen Moralboost oder so bekommen. Das hier geht nach oben. Je höher das wird, desto geilere Aufträge kriegen wir natürlich. Oder desto geilere Angebote. So, und jetzt haben wir hier auch Schäden. Gucken wir gleich mal, wie das mit der Reparatur ist. Wir haben wieder drei Dinger, die wir fest wählen können. So, es gibt zwei Panther-Teile aber nur. Die kann ich mir zwar jetzt beide snacken, aber ich werde keinen kompletten Mech haben. Hier sehe ich habe schon einen Javelin-Teil.
Drei brauche ich. Also nehme ich mir jetzt den Javelin-Teil mit. Dann habe ich nämlich schon fast wieder einen neuen Mech zusammen. Okay, und wir nehmen die beiden Panther-Teile. Wobei so eine PPK als Beute auch nicht schlecht wäre. Aber da wir sowieso jetzt noch Zuteilung kriegen, bam, haben wir das Ding sowieso gekriegt. Wäre die KI so greedy oder so, dann hätte jetzt natürlich hier statt der PPK so ein Heatsink gegeben. Aber ich weiß nicht, nach welchem Schema der das macht, ob der das irgendwie random zuteilt oder so. Keine Ahnung. Manchmal hat man da echt Glück, manchmal kriegt man auch nur so eine Scheiße. Also wenn man das zum Beispiel ganz runtersetzt, man hat manchmal Missionen, da kann ich eins fest auswählen und neun kriege ich zugeteilt oder so. Dann ist total oft, wo du dann die geilen Dinger da siehst und dann aber nur irgendeine Scheiße zugeteilt kriegst. Deswegen finde ich das immer ganz gut. Also ich gehe eh immer gerne über Beute am Anfang, weil die kann ich zum einen verticken für Kohle. Da stand zwar vorhin Wert 3,4 Millionen, ist es niemals. Also wenn ich hier ins Store gehe und Sachen verkaufen will, dann kriege ich nur einen Bruchteil davon. Allerdings hier die PPK 18.000, ist ja lächerlich. Allerdings, wenn der, ich meine, wenn der Ruf hochgeht, werden auch die Preise besser oder so. Ich halte es aber eh mal so, solange ich nichts verkaufen muss, verkaufe ich es auch nicht. Kohle ist okay, wir haben kaum Verluste und sowas gehabt. Der Typ gerade sagte, unsere MechWarrior werden ja immer besser und bekommen Experience. Ja, okay, das war der, der nicht eingesetzt war. So, aber hier, er hat schon 2000 XP und ich kann jetzt hier weiter leveln. Erstmal gehen wir natürlich auf Gunnery. Kann ich besser hier jetzt. Generell trifft er, wenn er nämlich Gunnery 4 hat, schon mal um 10% besser. Was ja schon mal ganz geil ist. Nehmen wir, ich habe aber noch 1100 über. Dann gehen wir noch bei Piloting hoch. Dann trifft er nämlich auch im Nahkampf etwas besser und er kann ein bisschen besser diesen hier, wie heißt es, den Stabilitätsschäden entgegenwirken. Machen wir, confirm. Bam, jetzt haben wir schon einen etwas besseren Piloten. Er hat 4 Max Injuries, unser Chef nur 3. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier alles auf Guts machen würde, dann kriegt er nämlich plus Health und sowas. Aber das wollen wir ja nicht. Gehen wir der Reihe nach. Rolex. Kommt auch erstmal Gunnery. Stecken wir 2 in Gunnery. Das bleibt halt über fürs nächste Mal. Unser Leader muss, also wir machen erstmal alles Gunnery, ist ja klar. Das hier sind immer so feste, besondere Fähigkeiten. Davon kann ich nicht unendlich viele wählen. Also ganz am Ende, wenn ein Pilot so lange überlebt, hat er überall 10, 10, 10, 10. Aber ich kann trotzdem nicht alle Skills haben. Ich glaube, ich kann maximal auf 2 Bäumen die Skills nehmen. Wenn die dann festgelegt sind, dann verbaue ich mir nämlich andere dadurch. Ich werde bei ihm mal auf Gunnery gehen. Ich glaube, jetzt sagt er nämlich noch genau. So, wenn ich das jetzt hier bestätige, dann ist es permanent und man kann nur 2 Primärfähigkeiten und eine Spezialfähigkeit haben. Und man kann das nicht wieder ändern. Aber das ist egal, das ist okay. Gunnery ist generell ziemlich geil, weil man hier zum Beispiel unterschiedliche Ziele anvisieren kann. Piloting ist aber auch nicht schlecht, weil man nämlich hierdurch, ihr seht es da, wenn ich einfach normal laufe, dann bekomme ich nämlich entrenched. Also dann baue ich automatisch Stabilitätsschaden ab, obwohl ich nicht stehen geblieben bin. Das baue ich nämlich sonst nur ab, wenn ich zum Beispiel dieses Brace oder so mache. Dann geht das alles auf Null und der stellt sich da richtig stabil hin. Alles geil. Ist ein ganz cooler Skill. Guts, was haben wir hier? Auch super krass, ne? 40 statt 20% Schadensreduktion bei Cover und Guarded. Hier kann ich Hitze besser aushalten. Oder be besser abbauen. Je höher der Wert ist, desto mehr Hitze kann der, glaube ich, verpacken. Tactics ist ganz cool. Da kann ich nämlich Einheiten aufdecken und Sensoren werden besser. Auch geil. Hier setze ich die Initiative nach oben. Dadurch kann ich nämlich zum Beispiel, wenn ich den jetzt hier hinbringen würde und den in leichten Mech setze, dann geht der nämlich in Initiative Schritt 5. Also ist noch vor normalen leichten Mechs dran, was ganz cool ist. Okay, und hier auch relativ langweilig. Okay, wir haben noch was über. Gehen wir mit ihm mal hier ein bei Tactics. Ich glaube, Tactics-Wert ist auch dafür, dass indirektes Feuer besser wird oder so. So, dann checken wir mal noch die Max. Genau, und jetzt ist hier kleinere Schäden, deswegen kann ich einfach auf Repair klicken. Kostet mich fast gar nichts. Ziemlich geil. Wenn größere Sachen kaputt sind oder irgendwas, hier Komponenten kaputt sind oder so, dann muss ich das refitten und wieder anpassen. Aber das ist ja okay so. Hier sehen wir jetzt einen Tag für den einen Mech, 2 für den anderen. In 10 Tagen ist auch das Ship-Upgrade fertig und ja, in 30 Tagen muss ich das Kohle bezahlen.
Ich kann jetzt also direkt wieder ein Contract annehmen. Problem ist, ich habe nur 3 Mechs verfügbar. Von der 4 Mechs, aber der eine hat keine Waffen. Hätte ich den jetzt schon fertig, hätte der Waffen, aber wenn ich das jetzt mache, dauert das auch wieder ein bisschen Zeit. Wäre der jetzt schon fertig, könnte ich jetzt direkt den nächsten Auftrag machen, würde ich halt mit den 4 Mechs spielen und die 2 werden in der Zeit repariert oder so. So kann ich jetzt aber immer jederzeit hier einfach auch nach vorne springen. Ne? Also ich kann irgendwie, weiß ich nicht, einen Tag überspringen und so. Das mache ich heute jetzt aber erstmal alles nicht, denn ich denke, das Video ist schon lang genug. Wir haben ein bisschen was gezockt. Das hier ist übrigens, ne, wenn diese 1200 Tage rum sind, dann wird quasi abgerechnet und ich bekomme für alle möglichen Bereiche Punkte. Und dann kann ich meinen Freunden sagen, guck mal hier, Junge, ich habe 300 mehr als du, weil ich habe hier bei einer Faction komplett die Reputation hochgemacht oder ich habe alle Mechs gesammelt oder so. Keine Ahnung. Naja. Weiß ich nicht, kann man vielleicht machen. Ich habe das hier, ja doch, Multiplayer habe ich tatsächlich ein bisschen mal gespielt, aber nicht wirklich. Ich glaube, das ist eher dann so für die Leute, die das dann so optimieren wollen oder die sagen, oh geil, ich zock da fünfmal durch und beim fünften Mal stelle ich alles auf ultra schwer und will diesen und jenen Score kriegen oder so. Aber wir machen das ganz entspannt. Ich würde sagen, für heute war es das auf jeden Fall erstmal. Ich werde sicherlich, vielleicht sogar schon ganz bald hier weitermachen, weil das spielt sich eigentlich ganz chillig. Ich kann das Spiel auch nur jedem empfehlen, der so, selbst wenn man gar nichts mit Battletech zu tun hat, ist es ein ganz nettes Strategiespiel. Die Grafik ist okay. Dieses Spiel verbraucht unheimlich viel Rechner-Performance aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht wieso, weil natürlich ist die Grafik nicht schlecht, aber die ist jetzt auch nicht ultra. Trotzdem verbraucht das einiges an Ressource, geht aber ganz okay. Man kann auch alle möglichen Details noch ausstellen. Ich habe halt, wie gesagt, hier alles auf Ultra auch stehen. Ja, und dann macht das eigentlich ganz Bock. Einer der Nachteile ist, finde ich, man spielt, meine ich, ging das hinterher hoch? Nee, ich meine, man spielt immer nur mit 4 Mechs, also immer nur mit einer Mechlanze. Ist eigentlich ganz cool für Übersichtlichkeit, wäre aber eigentlich auch schon mal cool, wenn man ein paar mehr hätte. Wenn man sich mal daran erinnert, Mech Commander war das letzte Realtime-Strategy-Spiel hier von Battletech. Ich fand es unheimlich gut, Mech Commander 1 auch. Da ging das nämlich mehr. Da konnte man, ich glaube, 12, also 3 Lanzen steuern, meine ich. Naja, egal. Ist auch eigentlich egal für den Moment. Ihr seht da noch, Schiff ist noch ziemlich kaputt. Schiff ist noch ziemlich kaputt. Wenn man das upgradet, wird das immer besser und besser und irgendwann ist es ein richtig schmuckes Teil. Aber das werden wir dann in einer der nächsten Folgen sehen, denke ich. Denn das dauert ein bisschen. Und für heute, wir haben Missionen erfolgreich gemacht, bisschen Kohle bekommen, Mech erbeutet, wir haben schon Erfahrung gesammelt, alles cool. Deswegen würde ich sagen, in diesem Sinne sind wir erstmal raus und beim nächsten Mal geht's dann weiter. Tschö!